Also, 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht ausgeht. Zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Ja, wir befinden uns hier vor Rifthorn und haben ein wunderschönes Schreiben mit einer schwarzen Hand bekommen. Und ich denke, es ist 6.29 Uhr. Wir legen uns mal für ein Stündchen schlafen. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, schlafen. Warum legt ihr euch denn jetzt oder warum legen wir uns denn jetzt um 6.34 Uhr schlafen? Ja, nun, weil wir es können. Inigo ist auch schon damit einverstanden. Wobei, ich bin jetzt tatsächlich noch gemeiner. Wir gehen noch mal raus. Wir legen uns jetzt nicht hin. Wir machen erstmal kurz die Rüstungsmod, okay? So, an dieser Stelle musste ich gerade mal einen kurzen Schnitt machen, denn obwohl es sehr spät ist, denn ich nehme immer sehr spät am Abend bzw. fast schon in der Nacht auf, damit es eben sehr ruhig ist, damit die Nachbarn ruhig sind, hat gerade mein Telefon geklingelt und ja, da musste ich gerade einen kurzen Schnitt setzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir sind jetzt vor Rifthorn und genau, wollten uns jetzt eigentlich unsere tolle Rüstung organisieren. Warum wird uns die jetzt eigentlich... Warum wird uns die jetzt eigentlich da rein erzählt? Da rein erzählt, genau. Wir müssen ja eigentlich nur... wir können ja auch hier außen rumgehen, oder nicht? Eigentlich schon. Wobei es ist ziemlich dunkel. Ich mach mal... Wir warten mal 2 Stündchen. Wobei, gut, es liegt ein bisschen daran, dass es neblig ist. Huch! Was ist das denn für ein großer Berg? Speichern zwischendurch ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und das reimt sich auf den Berg. Was sind das da für unrealistische Bäume da oben? Hallo, wo ist unser Schild? So. Wen haben wir denn da? Berserker, das ist krass. Aua. Oh, hier sind ganz viele... Hier sind ganz viele Schmetterlinge. Huch. Hat er sich gerade... Ja. Und dann von hinten anschleichen. So nicht. Daneben Totenschädel. Oh, die haben immer schön Zaubertränkchen dabei. Das ist immerhin gut. Wo sind unsere ganzen Begleiter eigentlich? Hey, du! Schamane der dunklen Höhle. Welche dunkle Höhle? Es gibt bestimmt viele dunkle Höhlen. Goblin-Schamanenstab der Blitze. Mhm. Okay, war's das? Habt ihr den Rest gemacht? Und wo habt ihr jetzt... War das ein Drache? Ja, nein, natürlich. Hi, Drache. Na, du? Haben wir zufällig noch Drachenfall? Wir haben noch Drachenfall aktiv. Aber irgendwie wird er uns nicht als Feind angezeigt. Naja, nun. Dann marschieren wir erstmal weiter. Ich versuche mal hier umriftern. Hi, Bärchen, wenn du da oben bist. Irgendwo von da kam gerade das Geräusch. Ich tu dir nichts. Nicht unbedingt. Also es muss nicht. Wir können auch Freunde sein. Na toll, und hier ist der Seiteneingang von Rifthorn. Wie kam ich denn nochmal um Rifthorn rum? Muss ich wirklich die lange Strecke dann dafür gehen? Andererseits, na gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Oder natürlich, wir gehen am See entlang, oder? Das könnten wir natürlich auch machen. Ja, wir können auch einfach hier den langen Weg außen rum gehen. Dann erkunden wir halt mal ein bisschen... Ist auch nicht so verkehrt, sagte sie und verlief sich, wie immer. Hallo Bärchen, jetzt muss ich dich leider doch behelligen, weil wir doch eine andere Route gehen. Warum leuchtest du? Waffen die Bärchen sich irgendwie? Ist aber nicht so freundlich. Wo ist denn eigentlich unser Inigo? Inigo, was stehst du denn da hinten rum? Das ist aber nicht sehr hilfreich, ehrlich gesagt. Okay, muss ich jetzt hier um den... Ich muss um den ganzen Felsen rumlatschen. Ja, nun. Ich hab's mir ja ausgesucht. Eieiei.
Aber die Straßen hier sehen so schön aus mit diesem... Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Seid ihr Banditen? Warum werden die eigentlich die ganze Zeit... Ach ja, okay, unser Buff kann ja auch überspringen, glaube ich, richtig? Ihr hättet Hallo. Nie herkommen sollen. Na, wer seid ihr? Normale Banditen, die nichts vertragen. Okay, du schon. Wer hat hier nicht drauf? Ihr werdet noch heute sterben. Aber sie ist zumindest ziemlich vorsichtig, gerade mit ihren Eiszaubern da unten. So nicht. Nicht mal ein Kratzer. Ja, du warst ja auch da hinten. Wow, ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört. Also, mein ganzer Schreibtisch hat gerade vibriert. Ich weiß nicht, was mein Nachbar gerade macht. Der König. Das kennen wir noch nicht, glaube ich, oder? Ob der sich hier gerade, oh, zweihändig verbessert. Ob der hier gerade seine ganze Bude wieder umräumt? Das hört sich so an. Ein Lehrlingsschloss. Sind wir schon wieder gestiegen eigentlich? Nein. So, wir sind ja das letzte Mal erst gestiegen. Richtig. Schloss knacken. 84 immerhin schon. Boarding Eggs. Mhm. Okay. Oh, was war das da in der Ecke? Nichts. Okay, gut. Wir marschieren weiter. Es ist immerhin, es wird, glaube ich, schöner Wetter. Oh, das da oben sieht so schön aus. Mit den Flauschewölkchen um die Berge. Da oben ist irgendein Haus. Ist das... Ich mich jetzt nicht total vertue. Ist das Mavens Haus? Bin mir gerade nicht sicher. Mavens Anwesen. Dieser Wasserfall, da sieht auch ein bisschen verdächtig aus. Trolle. Gegen wen kämpft er denn? Oh, hi! Ich möchte nicht aus Versehen jemanden von euch töten. Komm, wir blocken! Inigo möchte irgendwie nicht kämpfen. So, wir haben immerhin geblockt. Ja, ihr könnt nicht sagen, dass wir uns nicht nützlich gemacht haben. Hem. Akmer. Ishan würde es nie zugeben. Aber ich bin sicher, dass er stolz auf euch ist. Akmer? Warte mal, der Akmer? Aus der Festung? Bis zum nächsten Mal. Was macht der denn hier draußen? Was machst du hier draußen? Solltest du nicht sicher in der Festung sein? Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Ganz schön gefährlich hier draußen. Ja, wir sollten, glaube ich, hier abbiegen, oder? Wenn ich jetzt die Karte richtig gelesen habe. Haha, der Witz war gut. Ich und Karten lesen. Richtig lesen, vor allem. This place looks sketchy. Should we really be here? Ja, ich weiß nicht, welche Textdatei sie da gerade abgerufen hat, aber das war nicht sehr passend, Mirai. Tundra-Troll. Aua! Mirai! Vorsicht! Oh, wow! Voll übertrieben! Ich meine, du hättest uns töten können. Du hast uns getroffen. Gehe ich denn hier überhaupt noch richtig? Ja, ich meine, ich befinde mich auf einem Weg. Ich bin mir nicht sicher, auf welchem, aber ich befinde mich auf irgendeinem Weg. I don't know what you have been told. A friend is worth more than gold. I'd rather be poor with a friend at my side than be alone and oversupply. Minji, was? Nein, haltet ihn auf! Eieiei, also ihr Eiszauber ist ein bisschen übertrieben. Ach, Inigo, Inigo. Hatten wir das nicht hier? Whistle. Ja. Hat sich erledigt. Gut. Mirai, du brauchst dich überhaupt nicht wundern. Ich meine, er guckt sie mir noch ein bisschen böse an. So wie du hier abgehst mit deinen Eiszaubern, triffst halt alles und jeden damit. Freund und Feind. So, gehe ich denn immer noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich gehe jetzt gerade den Berg hoch. Das möchten wir ja eher nicht. Wir möchten ja um den Berg rum eigentlich. Also bin ich doch ein bisschen falsch gelaufen. Wir müssen da unten rum. Glaube ich. Oder müssen wir da hoch? Ich hoffe nicht.
Wir gehen jetzt hier außen rum. Da vorne ist irgendein komisches Symbol. Da hat sich gerade irgendwie wieder die Textur verabschiedet. Das war wieder interessant. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Das letzte Mal hatten wir das ja auch, mit diesem ganz kurzen schwarzen Flackern. Das ist mal kurz das Licht ausgegangen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es an der Beleuchtungsmod liegt. Aber, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn jetzt das Bärchen hin? Ach, da. Bösartiger Höhlenbär. Und wo ist die Höhle? Des bösartigen Höhlenbärs? Bärens? Bärs? Ach so, schön hier. Was haben wir hier für ein Erz? Eisenerz. Na toll. Na gut, wir nehmen noch mal ein bisschen Eisenerz mit. Das kann ja nicht schaden. Sonst wird mir hier wieder nachgesagt, dass ich nur auf das wertvolle Erz gucke. Was ich tatsächlich normalerweise mache. Hallo, ich möchte gerne den Schmetterling. Weil Schmetterlinge sind gar nicht so häufig. Schmetterlinge sind toll für Alchemie. Okay, so, wir müssen darüber. Was ist das da für ein Zeichen eigentlich auf der Karte? Irgendwie hat sie gerade komisch vibriert. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Und meine Stimme versagt gerade. Ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen am Kränkeln. Sollte meine Stimme komplett versagen, dann werde ich zwischendurch ein bisschen Tee trinken müssen. Hallo? Kaiserliches Wuffi mit Rüstung. Mhm. Sterbt Rebell? Was? Habt ihr Sturmmäntel gefunden? Ja, sie haben Sturmmäntel gefunden. Na, hervorragend. Da mischen wir uns gar nicht erst ein. Nee, ihr könnt die Waffen wieder wegstecken. Ist alles gut. So, wir müssen irgendwie... Wir müssen doch nach da oben, oder? Ich hab's fast befürchtet. Verflucht sei das Kaiserreich. Ja. Wir mischen uns da nicht ein. Noch nicht. Da haben wir auch wieder eine Erzader. Und irgendein... Steinchen. Wir sollten zwischendurch wirklich speichern. Das ist nicht verkehrt. Was haben wir da? Wer bist du? Kennen wir uns? Hallo? Magic Abuser. Ja. Genau, weil wir haben es ja nicht so mit Magiern. Halte den auf, der... Tut ganz schön weh. Warum kann ich mich gerade nicht heilen? Weil wir keinen Mana haben. Sehr schön. Wir verstecken uns hier hinten. Ja, so viel dazu. Ich dachte, der wäre vor uns. Dabei stand der jetzt links neben uns. Mit Magiern haben wir es wirklich nicht so. Gut, ich könnte auch einen Trank einschmeißen mit Blitzresistenz. Aber das wäre ja zu einfach. Aber das machen wir jetzt mal. Und jetzt benutzt er dann wahrscheinlich gleich einen anderen Zauber. Wobei, wir hatten gar keine Blitzresistenz, aber immerhin Magieresistenz. So. Wir müssen dann einfach viel, viel aggressiver gegen die vorgehen. Genau. Und wir haben schon wieder Eissplitter im Kopf. Nein, ich will die Waffe wirklich wegstecken. Ich habe mich gerade verdrückt. Huch, da liegt ein Skelett. Das nehmen wir alles mit, denn das können wir einschmelzen in Zwergenrüstung. Stab der Feuerbälle nehmen wir auch mal mit. Was war das denn eigentlich, ein Elf? If you do not mind, when we have a moment, I would like to discuss something with you. Remind me next time we are seated somewhere safe. Okay, warum willst du mir das nicht jetzt erzählen? And be rudely interrupted by a wolf attack or some such? No, it can wait. Okay, let us get back to it. Okay, Inigo möchte schon wieder mit uns reden. Okay, was heißt schon wieder? So viel redet er jetzt nicht mit uns, aber trotzdem. Wir müssen da hoch zu diesem komischen Symbol, glaube ich, aber da hoch. Kann das sein? Dass wir da hoch müssen? Ich speichere nochmal, denn wir haben es überlebt. ja. Oh, da ist eine Treppe. Nutzen wir doch die. Aber da ist auch irgendwo ein Drachenposten. Oder ist der noch ein Stückchen höher? Ich weiß es nicht. Hier brennt irgendein Wagen in der Pampa. Hallo? Du brennst einfach nur. Ja, nun, okay, gut. Dann lassen wir dich weiter brennen, schmoren, kugeln.
Wie auch immer. Es soll uns nicht weiter stören. Wir sehen aber selbst so ein bisschen fast aus wie eine Banditin hier mit dem Outfit. Mit den Federn hinten dran. Oh, was haben wir hier? Eisenerz. Na toll. Juhu. Tolles Eisenerz. Und yay. Ach ja. Oh. Au! Ich wollte mich gerade entspannen. So viel dazu. Her damit. Huch, was quietschst du denn da hinten? Da ist ein Drache. Da ist ein Drache. Ein ziemlich auffälliger Drache. Ich dachte gerade, da vorne steht was, aber es ist grünes Gras. Ja, nun, hallo Drache. Dann können wir jetzt wieder nicht Whistle to Inigo, sondern Drachenfall, würde ich mal sagen. Hallo. Ja, so kann man es auch sagen. Na, komm runter. Das ist kein fairer Kampf von da oben. Gut, wir könnten auch die Armbrust benutzen, aber... Da kuckelt noch eine Leiche. Hallo? Möchtest du bitte landen? Danke, sehr freundlich von dir. Na, vielleicht sollten wir ran, die Urdrache. So, wir brüllen ihn direkt nochmal an. Damit er auch schön hier unten bleibt. Ja, wir sind am Leben. Es war auch wirklich nicht so schwer. Es ist ja wie als würden wir hier rauchen. Inigo, wir rauchen doch keine Drachenseelen. Ja, Lungenprobleme, ja. So, was lernen wir hier? Wort der Macht, Rennen Unbehagen. Inigo, das sieht irgendwie, das sieht gruselig aus. Das Buch der antiken Rüstung der Nord kennen wir schon, Eisenschwert des Frosts. Nehmen wir mal mit. Goldene Diamanthalskette geht immer. Diamanten sind immer toll. Okay, da vorne kriegen wir irgendwas, aber ich habe da hinten noch irgendwie, genau, eine kuckelnde Leiche gesehen. Die müssen wir uns natürlich noch unbedingt angucken. Kuckelnde Leichen sind immer interessant. Nein, natürlich nicht. Was denkt ihr von mir? Oh, da sind noch mehr kuckelnde Leichen. Nun, oh, da. Noch mehr kuckelnde Leichen. Wunderschön. Vorsicht! Und sie grinst dann auch noch so frech und hätte uns hier gerade fast runtergeschubst. Ich speichere mal sicherheitshalber. Die ist ja noch schlimmer wie Sophia und mit dem Grinsen dann dazu. Don't step on me. Ja, das, genau, das möchte ich mal zu dir sagen. Chaos-Schmiede, Lastmord, ja, okay. Suicide Note. Papierstaub. Das ist aber, ist das eine Dedra-Klinge? Sieht so aus. Hat er sich selbst umgebracht? Ja, Suicide. Naja, klar, natürlich. Sacrifice. Übersetzen wir doch einfach mal. Suicide Note. I can't bear the tough... Was? The thought of drifting endlessly through time without you. I have chosen to become mortal so that we can be reunited once again. Also, ich kann es nicht mehr, ich kann die Gedanken nicht mehr aushalten, durch die Endlosigkeit, ohne dich zu streifen. Ich habe es mir jetzt ausgesucht, sterblich zu sein, dass wir wieder vereinigt sein können. Ja nun, und dann habt ihr euch beide verbrannt? Oder was jetzt? Also. Okay, nun, jedem das seine. Oder sie wurden dann danach, direkt als ihre Liebe wieder vereint war, direkt vom Drachen gegrillt. Das ist dann natürlich bitter. Chaos-Schmiede. Summons the Chaos Forge to create Lastmord. Okay.
Ja, gut. Ich werde die Rüstung jetzt wahrscheinlich hier nicht einfach so schmieden können, weil wir die Materialien dafür wahrscheinlich nicht haben. Ich speichere trotzdem nochmal kurz. Das war ein Beschwörungszauber, richtig? Chaos Forge. Kann ich das einfach hier beschwören? Ah, okay, ja. Seelenstein, schwarz. Feuerholz. Ebenerzbarren. Silberbarren. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall... Was? Knochenhabichtfedern. Oh je. Wir brauchen auf jeden Fall Silber. Das ist ja alles okay. Was war das hier oben? Feuerholz brauchen wir. Knochenhabichtfedern. Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir sowas überhaupt haben. Aber ja, okay, gut. Das sollte alles machbar sein. Das kriegen wir auf jeden Fall zu Hause hin, denke ich. Dann werden wir das zu Hause mal machen. Damit haben wir sozusagen unsere Rüstung erworben. Wir müssen sie jetzt nur noch herstellen. Haha. So einfach ist es. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt. Wo gehen wir jetzt hin? Nach Riftern zurück. Um ein bisschen zu schlafen. Würde ich fast sagen, ja. Denn wir haben ja so eine wunderschöne Nachricht mit dieser schwarzen Hand bekommen. Darüber müssen wir jetzt erstmal nachdenken. Und unser Inigo möchte ja auch noch mit uns reden. Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am Ist das dunkel Ort? Hier drin? Setzt euch doch. Okay, ja, nein, ich möchte nicht warten. Inigo, möchtest du What dich setzen? What can I do for you? Ja, What would you have me do? I will aid you if I can. Eigentlich möchte ich. How are you doing, my friend? Ihm was fragen? Ask away. Ja, möchtest du hier ein bisschen entspannen? Okay, come and get me when it is time to go. Ja, setz dich, wir setzen uns dann zu dir, das was immer so super funktioniert. Ich sagte doch, ihr sollt mir noch was zu trinken bringen, sonst lasse ich euch köpfen. Wie ihr meint. Hallo? Ich köpf dich gleich. Na, ganz vorsichtig, ja? Da setzen wir uns jetzt nämlich hin. Weg da. Weg von meinem Stuhl. Ich möchte neben Inigo sitzen. Hallo? Ah, ein Nord, genau wie ich. Ich hoffe doch, dass ihr den Kampf zu den Kaiserlichen tragt. Ja, ich überleg's mir gerade nochmal, nachdem hier solche... solche Leute... Mein Gott, wer hustet denn hier so? Es hört sich so an, als würde hier irgendjemand sterben. Alles gut bei dir? Ja, Inigo, ich würde mich sehr gerne zu dir setzen, aber es geht nicht. Yes, my friend. Tja. Are you going to join me? Take a seat. Ja, es geht ja nicht. Du hast dich ja irgendwo hingesetzt, wo ich nicht kann. Möchtest du dich vielleicht einfach auf ein hier hinsetzen? You're the boss. Weil dann kann ich mich nämlich dazusetzen. So. Nicht mit dem Alten da hinten, mit dem will ich nichts zu tun haben. Echsenhasser. Rest while you can, Legs. Rest while you can. Sag mal, Inigo. Schwingt euren faulen Schwanz und kümmert euch um den Kunden. Was? Nein, alles... Wollt ihr was zu trinken? Nee, alles gut. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Was? Oh, hat er uns gerade Kompliment gemacht, dass nicht alle Nordfrauen so schön sind wie wir? I have been meaning to ask you something. How exactly do you pronounce the name of those disgusting black insects I dislike so much? Ja, das ist genau die Frage, die wir uns das letzte Mal auch gestellt haben. Wie spricht man die jetzt eigentlich richtig aus? Chorus? 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 Du sagst es so... Dem ist weg von mir! ja, offensichtlich ist die Antwort Chorus und nicht Chorus, wie ich immer dachte. Chorus. Chorus. Chorus hätte ich jetzt gesagt, aber das ist am ehesten dran. Also Chorus... Chorus. Yeah, it does not sound right to me. Well, they are horrible no matter how you pronounce their name. That's I stimmt. Wonder why they affect me in such a way. Insects do not usually bother me. My revulsion feels illogical, almost primal. Perhaps they remind me of a past event that I cannot remember. Our fears are often formed before our memories begin to stick, I think. I believe I can recall most of my childhood, but sometimes I wonder if I am keeping secrets from myself. Okay, also es wundert ihn so ein bisschen, machen Insekten eigentlich gar nichts aus, aber irgendwie diese Insekten schon, also vor den Chaurus irgendwie hat er so ein bisschen Respekt und die findet er auch so ein bisschen widerlich.
Und er fragt sich so ein bisschen, weil manchmal ja Ängste von etwas aus der Vergangenheit, von einem Event aus der Vergangenheit kommen. Und er kann sie sich aber nicht daran erinnern, ob vielleicht sein, also er selbst sozusagen etwas vor sich zurückhält, eine Erinnerung oder ein Erlebnis. Nun, meine Kindheit war schmerzhaft. Nein, eigentlich nicht. Ich erinnere mich an wenig, eigentlich auch nicht. Meine Kindheit war eigentlich ganz gut so. Aber, und uneventful, naja, wenig passiert ist eigentlich auch nicht. Aber das trifft's am ehesten noch. I am glad to hear it, my friend. For the most part, mine was too. From what I remember, it just goes to show that anyone can become anything. I started out okay, then I lost my way. I doubt my past had anything to do with that. Now, because of you, I am on a better path again. Maybe your childhood helped forge the good person you are today. Regrets and all. Maybe not. Either way, you have shown me that while I can become someone I do not like, I can also change myself for the better. Anyway, what was my original point? Ah, yes. Those disgusting jittering insects. I will try to think of them as chores from now on. I appreciate your insight on the matter. Let us talk of other things. Okay, gut. Also er wird sie von jetzt an Chorus nennen. Ich weiß gar nicht, ob wir ihm jetzt was Falsches gesagt haben, aber das wäre natürlich auch wieder sehr bezeichnend für uns. Ja, er hat sich auf jeden Fall dafür bedankt, dass wir ihm sozusagen gezeigt haben, dass er hat sich ja so ein bisschen gehasst für das, was er war. Dass wir ihm aber auch damit irgendwie gezeigt haben, mit unserem Weg gezeigt haben, dass er etwas Besseres werden kann, dass er werden kann, das, was er will. Und das ist ja eigentlich auch das, was einem in der Kindheit mitgegeben wird oder ein Gedanke, der einem in der Kindheit vermittelt werden sollte. Du kannst alles werden, du kannst alles tun. Ja, fand ich ein sehr, sehr schönes Gespräch, Inigo. Und dann nennen wir sie jetzt Chorus von jetzt an. Und wenn es falsch ausgesprochen wird, naja nun, dann sind das jetzt halt unsere speziellen Gegner. Chorus. Okay. Gut, wir stehen da mal wieder auf. Genug geplappert, oder, Inigo? What is on your mind? Kommst du wieder Come on, mit? Legs. We are on the move again. Genau, wir haben uns genügend über so komische Krabbelviecher unterhalten. Ich werde hier mal sicherheitshalber, weil ich es ja so selten mache, einen festen Speicherpunkt machen. Hier. Kiraba. Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Hast du auf, mich hier beiseite zu schubsen? Ich hätte gern ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Okay. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ja, ja, wo denn? Ich meine, ich kann mir auch irgendein Zimmer nehmen. Es ist 18 Uhr, wir gehen ziemlich früh schlafen. Egal. Bei gruseligen Bärchen an der Wand. Warum grinst sie denn die ganze Zeit? Das ist irgendwie unheimlich. Hallo. Warum stehst du eigentlich da immer in der Ecke rum? Nein, wir haben hier nicht auf den Schwanz geguckt. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, alles gut. Würdest du dann bitte das Zimmer verlassen? Ich möchte schlafen. Alleine. In Ruhe. Wäre das eine Möglichkeit? Und sie grinst immer noch. Nein, möchtest du uns beim Schlafen zugucken? Watch it. Naja, nun, ich meine, jeder hat seinen Fetisch, so. Schlafen wir halt mal. 7 Stündchen. Sollte reichen. Aua. Unser Kopf. Aua, habe ich Kopfschmerzen? Oh, mir ist irgendwie schwindelig. Oh, mir geht's gar nicht gut. Hallo. Gut geschlafen? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Schon? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Ja, erwischt. Grelot? Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient.
Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Schweigen. Seht ihr? Dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Aha. Wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Vor allem diese Frage, diese Auswahlmöglichkeiten hier. Hallo? Oh, im Hintergrund. Hört ihr das? Der Wind draußen, der hier um die Hütte heult? Wen denn? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Wahnsinn. Schweigen. Soll ich euer Schweigen als Einwilligung verstehen? Dann wisst ihr also, wo wir stehen. Tötet euer Opfer und wir sind quitt. Das Begleichen eurer Schuld ist nur einen diskreten Messerstoß entfernt. Wer solche Freunde hat, ... töte einen der Gefangenen. Ja. Mich würde an dieser Stelle tatsächlich mal interessieren, ich denke, einige von euch werden diese Quest hier ein- oder mehrmals schon gemacht haben. Für wen habt ihr euch denn da immer entschieden? Denn es ist ja so, man kann ja sich auch mit jedem unterhalten. Und, ja, mich würde mal interessieren, für wen entscheidet ihr euch da immer? Oh, hier ist sogar ein Bett. Ist aber sehr gemütlich. Hallo, ihr habt alle so schwarze Masken auf. Das ist irgendwie unheimlich. Fulltime der Furchtlose. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Wer seid ihr? Ich heiße Fulltime. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Würde jemand Geld dafür bezahlen, euch zu töten? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Ja, keine Angst, ihr könnt mir vertrauen. Na gut, möglich wär's. Ich verdinge mich jetzt schon seit Jahren als Söldner. Hab eine Menge Leute getötet. Könnte schon sein, dass ich da jemand rächen will. Aber ihr werdet mich nicht töten, oder? Was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist, es tut mir leid. Er klingt tatsächlich relativ freundlich, aber hier sind überall schon Blutflecken. Das ist ziemlich brutal. Alea Quintus. Nehmt mir diese Sachen ab! Wer seid ihr? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Oh. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Oh. Mara, sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Ja, deswegen ist es besser, dass du diese Kapuze auf hast. Würde jemand Geld dafür bezahlen, damit man euch tötet? Wie bitte? Ja. Was ist das denn für eine Frage? Beantworte sie doch einfach. Sag mir einfach, was ich wissen muss. Ich lebe als Frau mit 6 Kindern und ohne Ehemann in Himmelsrand. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, nett zu sein. Sehen mich manche Leute mit herablassenden Blicken an? Habe ich mir Feinde gemacht? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Okay. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst mich jetzt hier raus! Bist du zu deinen Kindern auch so freundlich? Wascher. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start.
Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Oh, was? Wer seid ihr? Ah, Vaja. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ja. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Was? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Ja, alles klar, du bist schon mal sehr unsympathisch. Würde jemand Geld dafür zahlen? Bestimmt, damit jemand euch tötet. Mich? Ist das euer Ernst? Ja, los. Wir sind ja alle Freunde. Was? Nein. Antwortet oder ich streiche diesen Raum mit eurem Blut. Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ich lebe Tag für Tag im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Ja, so eine Antwort dachte ich mir schon. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. So, das Problem ist, Inigo und so weiter sind auch nicht hier. Ich kann niemanden um Rat fragen. Also, 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht ausgeht, Astrid. Ja. Wo seid ihr denn hergekommen? Ja, was, du hast mich doch hier reingeschleppt. Was meinst du, wo ich hergekommen bin? Ich verdreck ganz schön. Aua! Ups, na, das ist aber ungünstig. Na, sowas aber auch. Ja. Ich weiß gerade nicht, ist unsere Laterne an? Ja, sie war an. Berichte einer Wache von Astrids Tod. Tja, wer hätte damit gerechnet? Habt ihr damit gerechnet, dass ich das tun werde? Ja, das war sozusagen das Leckerli, das ich euch versprochen habe. Und wie das Leckerli weitergeht, ja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao.